Geht schon. Okay. Sie müssen entschuldigen, ich bin ein bisschen nervös. Das Hemd hatte ich auch schon bei meiner Hochzeit an. Ich dachte, das passt vielleicht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Ich hatte eigentlich einen Mann hinter der Kamera erwartet und keine Frau. Ich mache das praktisch, wenn man das so sagen kann, ja auch zum ersten Mal. Ich habe mal zufälligerweise einen Pornofilm synchronisiert und dabei aus Versehen die Stimme der Frau übernommen. Tiefer. Das war sehr lustig. Ja, die haben mich auch nie wieder angerufen. Ich erzähle Ihnen das ja nur, damit Sie auch merken, dass ich Humor habe. Bitte? Weglassen meinen Sie? Wie Sie meinen. Sie sind der Profi. Hallo. Ich, einsames Tigermännchen, suche Tigerweibchen zum gemeinsamen Herumstreuen im Dschungel der Esoterik. Wenn du wie ich Nichtraucherplätze liebst und das Wort Trennkost zusammenschreibst, dann ruf mich doch einfach an und ich erzähle dir die Geschichte von... Bitte? Schreckt ihr ab? Ah, okay. Hi, ich, mittelschlanker, wilder Softie, sehne mich nach Zärtlichkeit und Ekstase ohne Rücksicht auf Gesellschaftsstrukturen. Muss erst erfunden werden, diese Frau. Gut. Sie von Waschlappen sucht anschmiegsames Stück Seife. Das war jetzt eher als Scherz gedacht. Gut, verstehe. Bei dem Lied haben wir uns kennengelernt. Ja, wirklich, war doch echt, was soll ich machen? Irgend so ein Idiot hat es genau in dem Moment, als unsere Lippen sich zum ersten Mal trafen, aufgelegt. Das ist wirklich wahr. Ein Freund von mir, der hat seine Frau beim Lied der Schlüpfe kennengelernt. Stellen Sie sich das mal vor. Hör mal, Schatz, Sie spielen unser Lied. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Entschuldigung, aber... Sie haben nicht vielleicht heute Abend schon was vor?